Ich habe seit März 2020 das Aufkommen all dieser Merkmale des Totalitarismus in Gesellschaften im gesamten Westen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Deutschland, dokumentiert. Ich werde dies auch weiterhin tun. Ich werde meine Leser weiterhin vor dieser neuen aufkommenden Form des Totalitarismus warnen und versuchen, sie zu verstehen und mich ihr zu widersetzen. Ich werde diese neue Form des Totalitarismus in früheren Formen des Totalitarismus und insbesondere mit Nazi-Deutschland vergleichen, wann immer es angebracht ist und zu unserem Verständnis der aktuellen Ereignisse beiträgt. Das ist meine Aufgabe als politischer Satiriker und Kommentator und Autor und meine Verantwortung als Mensch. Wer sagt das? Mr. Hopkins. Er überschreibt das, und zwar sein Plädoyer vor Gericht, denn er wurde freigesprochen aufgrund dessen, wenn man sich schon diese Sache überlegt, was ich gerade vorgetragen habe, vor Gericht, ich mach weiter. Donnerwetter. Und er wurde freigesprochen. Er überschreibt das mit, die Maske ist wie das Hakenkreuz, Symbol totalitärer Konformität. Also wer das trägt und trug, der sagt, ich passe mich an. Gut. Es passt ja, ne? Nie wieder Idiokratie, damit nicht wieder das passiert, was gerade passiert ist. Und dazu gehört auch ein mutiger Mann wie dieser Herr Hopkins, der das einfach so sagt und das vor Gericht und trotzdem freigesprochen wird. Wer jetzt mag, kann weiter zuhören. Ich lese den gesamten Artikel vor, es wird nicht allzu lange dauern. Aber wer nicht, der mag das alles selber durchlesen. Lehnen Sie sich zurück, meine Damen und Herren, es sind ein paar Zeilen und ich gehe mal bei. Und sage mal, was hat dieser Mr. Hopkins als Plädoyer vorgetragen? Mein Name ist C.J. Hopkins. Ich bin amerikanischer Dramatiker, Autor und politischer Satiriker. Meine Stücke wurden international produziert und erhielten große Anerkennung. Meine politische Satire und Kommentare werden von Hunderttausenden Menschen auf der ganzen Welt gelesen. Vor 20 Jahren verließ ich mein eigenes Land wegen der faschistischen Atmosphäre, die damals in den USA herrschte, zur Zeit der US-Invasion im Irak, einem Angriffskrieg, der auf den Lügen der Regierung basierte. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe mir in Berlin ein neues Leben aufgebaut, weil ich glaubte, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte der letzte Ort auf der Erde sein würde, der jemals wieder etwas mit irgendeiner Form von Totalitarismus zu tun haben würde. Die Götter haben einen seltsamen Sinn für Humor. In der vergangenen Woche gingen tausende Menschen auf die Straße in ganz Deutschland, um gegen den Faschismus zu protestieren. Sie skandierten, nie wieder ist jetzt. Viele dieser Menschen verbrachten die letzten 3 Jahre, 2020 bis 2023, damit, bedingungslos Befehlen zu befolgen, offizielle Propaganda nachzuplappern und jeden zu dämonisieren, der es wagte, das verfassungswidrige und autoritäre Vorgehen der Regierung während der sogenannten Covid-Pandemie in Frage zu stellen. Viele dieser Menschen, die sich für das Recht der Palästinenser einsetzen, sind jetzt schockiert darüber, dass sich die neue Form des Totalitarismus, die sie mit ins Leben gerufen haben, gegen sie wendet. Und hier sitze ich vor einem Strafgericht in Berlin und werde beschuldigt, in 2 Tweets über die Maskenpflichten Pro-Nazi-Propaganda verbreitet zu haben. Die deutschen Behörden haben meine Rede im Internet zensieren lassen und meinen Ruf und mein Einkommen als Autor geschädigt. Eines meiner Bücher wurde von Amazon in Deutschland verboten und das, weil ich die deutschen Behörden kritisiert habe, weil ich gegen eine ihrer Dekrete protestiert habe, weil ich auf eine ihrer Lügen hingewiesen habe. Pardon. Diese Wendung der Ereignisse wäre absurd komisch, wenn sie nicht so ärgerlich wäre. Ich kann nicht hinreichend ausdrücken, wie beleidigend es ist, hier sitzen zu müssen und meinen Widerstand gegen den Faschismus zu bekräftigen. Seit über 30 Jahren schreibe und spreche ich mich aus gegen Faschismus, Autoritarismus, Totalitarismus und so weiter. Jeder kann eine Internetsuche durchführen, meine Bücher finden, die Rezensionen meiner Theaterstücke lesen und meine Essays lesen und in 2 oder 3 Minuten herausfinden, wer ich bin und welche politischen Ansichten ich habe. Und doch wird mir von den deutschen Behörden vorgeworfen, Pro-Nazi-Propaganda zu verbreiten. Mir wird dies vorgeworfen,
weil ich zwei Tweets gepostet habe, die das offizielle Narrativ der Corona-Pandemie in Frage stellen und die neue aufkommende Form des Totalitarismus, die es ins Leben gerufen hat, das heißt die sogenannte neue Normalität, an Nazi-Deutschland vergleichen. Ich möchte es ganz klar sagen, in diesen Tweets und in meinen Essays von 2020 bis 2022 und in meinen aktuellen Essays habe ich tatsächlich den Aufstieg dieser neuen Form des Totalitarismus mit dem Aufstieg der bekanntesten Form des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts verglichen, das heißt Nazi-Deutschland. Ich habe diesen Vergleich wiederholt durchgeführt und die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden Formen des Totalitarismus analysiert. Das werde ich auch weiterhin tun. Ich werde diese neue aufkommende Form des Totalitarismus weiter studieren und versuchen, sie zu erklären und mich dagegen zu wehren und meine Leser davor zu warnen. Die beiden hier in Rede stehenden Tweets zeigen ein Hakenkreuz, das von einer medizinischen Masken, die von 2020 bis 2022 jeder tragen musste, halb verdeckt ist. Das ist das Kunstwerk auf dem Cover meines Buchs. Die vermittelte Botschaft des Kunstwerks ist klar. Im Nazi-Deutschland war das Hakenkreuz das Symbol der Konformität mit der offiziellen Ideologie. Von 2020 bis 2022 fungierten die Masken als Symbol der Konformität mit einer neuen offiziellen Ideologie. Das war ihr Zweck. Ihr Zweck bestand darin, die Einhaltung der Regierungsverordnungen und Konformität mit dem offiziellen Corona-Narrativ zu erzwingen. Einem Narrativ, das mittlerweile nachweislich größtenteils aus Propaganda und Lügen besteht. Maskenpflichten wirken sich nicht gegen durch die luftübertragenen Viren. Dies war vor dem Frühjahr 2020 jahrzehntelang von medizinischen Experten verstanden und anerkannt. Jetzt wurde es allen bewiesen und von medizinischen Experten erneut anerkannt. Die Wissenschaft der Maskenpflicht hat sich im Jahr 2020 nicht plötzlich geändert. Das offizielle Narrativ hat sich geändert. Die offizielle Ideologie hat sich geändert. Die offizielle Realität, in Anführungsstrichen, hat sich geändert. Karl Lauterbach hatte völlig recht, als er sagte, von der Maske geht immer auch ein Signal aus. Das Signal von 2020 bis 2022 lautete, ich gehorche, ich stelle keine Fragen, Befehl ist Befehl. So funktionieren demokratische Gesellschaften nicht. So funktionieren totalitäre Systeme. Nicht jede Form des Totalitarismus ist gleich, aber sie haben gemeinsame Merkmale. Menschen zu zwingen, Symbole der Konformität mit der offiziellen Ideologie des Systems zu zeigen, ist ein Kennzeichen totalitärer Systeme. Die Ausrufung eines Ausnahmezustands und die Aufhebung verfassungsmäßiger Rechte ohne rechtfertigen Grund ist ein Kennzeichen totalitärer Systeme. Das Verbot von Protesten gegen Regierungsbeschlüsse ist ein Kennzeichen totalitärer Systeme. Die Überschwemmung der Öffentlichkeit mit Lügen und Propaganda, die darauf abzielt, die Menschen in Angst und Schrecken zu geistlosem Gehorsam zu versetzen, ist ein Kennzeichen totalitärer Systeme. Die Segregation, also das Spalten von Gesellschaften, ist ein Kennzeichen totalitärer Systeme. Die Zensur abweichender Meinungen ist ein klassisches Kennzeichen des Totalitarismus. Menschen ihrer Arbeit zu berauben, weil sie sich weigern, sich der offiziellen Ideologie anzupassen, ist ein Kennzeichen des Totalitarismus. Das Schüren von Massenhass gegen eine Sündenbockklasse von Menschen ist ein Kennzeichen des Totalitarismus. Die Dämonisierung von Kritikern der offiziellen Ideologie ist ein Kennzeichen des Totalitarismus. Die Instrumentalisierung des Rechts zur Bestrafung von Dissidenten und Regierungskritikern ist ein Kennzeichen des Totalitarismus. Ich habe seit März 2020 das Aufkommen all dieser Merkmale des Totalitarismus in Gesellschaften im gesamten Westen einschließlich, aber nicht beschränkt auf Deutschland, dokumentiert. Ich werde dies auch weiterhin tun. Ich werde meine Leser weiterhin vor dieser neuen aufkommenden Form des Totalitarismus warnen und versuchen, sie zu verstehen und mich ihr zu widersetzen. Ich werde diese neue Form des Totalitarismus mit früheren Formen des Totalitarismus und insbesondere mit Nazi-Deutschland vergleichen. Wann immer es angebracht ist und zu unserem Verständnis der aktuellen Ereignisse beiträgt. Das ist meine Aufgabe als politischer Satiriker und Kommentator und Autor
und meine Verantwortung als Mensch. Die deutschen Behörden können mich dafür bestrafen. Sie haben die Macht, das zu tun. Sie können an mir ein Exempel statuieren. Sie können mir eine Geldstrafe geben. Sie können mich einsperren. Sie können meine Bücher verbieten. Sie können meine Rede im Internet zensieren, wie sie getan haben. Sie können mich diffamieren und mein Einkommen, meinen Ruf als Autor schädigen, wie sie schon getan haben. Sie können mich als Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Impfgegner, Idiot, Querdenker und Extremisten verteufeln, wie sie es getan haben. Sie können mich vor ein Strafgericht in Deutschland stellen, vor meiner Frau, einer Jüdin, und mich dazu zwingen zu leugnen, dass ich ein Antisemit bin, der den Holocaust relativiert. Sie haben die Macht, all das zu tun. Aber ich hoffe, Sie werden zumindest die Integrität haben, die Dinge beim Namen zu nennen und nicht verstecken, sich hinter falschen Anschuldigungen. Dass ich irgendwie die Nazis unterstütze, indem ich den Aufstieg einer neuen Form des Totalitarismus in einem früheren Form des Totalitarismus vergleiche. Mit Entschuldigung. Nochmal, indem ich den Aufstieg einer neuen Form des Totalitarismus mit einer früheren Form des Totalitarismus vergleiche, muss es heißen. Einer früheren Form des Totalitarismus, der im 20. Jahrhundert dieses ganze Land erfasst hat und schließlich zerstört hat und dabei Millionen ermordet hat, weil zu wenig Deutsche den Mut hatten, sich ihm entgegenzustellen, als er begann. Ich hoffe, Sie werden die Integrität haben, nicht so zu tun, als ob Sie wirklich glauben, dass ich Pro-Nazi-Propaganda verbreite, wenn Sie ganz genau wissen, dass ich es nicht tue. Niemand mit Integrität glaubt, dass ich das tue. Niemand mit Integrität glaubt, dass meine Tweets im Jahr 2022 das getan haben. Jeder Journalist, der über meinen Fall berichtet hat, jeder in diesem Gerichtssaal versteht, worum es bei dieser Strafverfolgung wirklich geht. Es hat nichts damit zu tun, Menschen zu bestrafen, die wirklich nationalsozialistische Propaganda verbreiten. Es geht darum, Andersdenkende zu bestrafen und an Dissidenten ein Exempel zu statuieren, um andere einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. So funktionieren demokratische Nationen nicht. So funktionieren totalitäre Systeme. Was ich noch mehr hoffe, ist, dass dieses Gericht dieser Strafverfolgung ein Ende setzt, das Gesetz fair anwendet und nicht zulässt, dass es als Vorwand für die Bestrafung von Menschen wie mir missbraucht wird. Menschen, die Regierungsvorschriften kritisieren und die Lügen von Regierungsbeamten aufdecken. Menschen, die sich weigern, die Tatsachen zu leugnen. Menschen, die sich weigern, auf Befehl absurde Gehorsamrituale durchzuführen. Menschen, die sich weigern, Befehlen bedingungslos zu folgen. Denn das Thema hier ist viel größer und viel wichtiger als mein kleiner Tweet-Fall. Wir stehen wieder einmal an einem Scheideweg. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im gesamten Westen. Während der sogenannten Corona-Pandemie wurden die Menschen ein wenig verrückt, ein wenig faschistisch. Und jetzt sind wir hier. Vor uns liegen zwei Straßen. Wir müssen wählen. Sie, ich, wir alle. Ein Weg führt zurück zum Rechtsstaat, zu demokratischen Prinzipien. Der andere Weg führt zum Autoritarismus, zu Gesellschaften, in denen Autoritäten per Dekret und Gewalt regieren. Das Gesetz nach Belieben verdrehen, diktieren, was Realität ist und was nicht, und ihre Macht missbrauchen, um jeden zum Schweigen zu bringen, der nicht mit ihnen übereinstimmt. Das ist der Weg zum Totalitarismus. Wir sind diesen Weg schon einmal gegangen. Bitte lassen Sie es uns nicht noch einmal tun. Ja, man sollte wissen um all diese Dinge, die Mr. Hopkins aufgeführt hat. Wie gesagt, ich werde das dann, die beiden Artikel unten in der Videobeschreibung verlinken, dann können Sie das alles nochmal durchlesen. Ich werde es nicht hier mit Uncut News machen, weil das führt dann weiter zum Weiterlesen. Ich werde gleich diesen Artikel hier Fassadenkratzer WordPress.com veröffentlichen, das also als Link veröffentlichen. Es sollte uns alles zu denken geben, hat er sehr schön zusammengefasst, und es sollte uns zu denken geben, dass er trotzdem mal so, ich sage mal, aufmüpfig sein Plädoyer vorgetragen hat, mit allen Fakten, trotzdem freigesprochen wurde. Sie werden es ja auch sehen, am Anfang des Artikels, wie da Richter und Staatsanwalt reagieren und was daraus versuchen zu machen, aber
Es wurde ja nichts. Ne? Die kamen nicht umhin, ihn freizusprechen. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zum Freispruch. Ich kann nur sagen, Leute, macht was, erwerbt Wissen, werdet klüger, noch klüger, noch klüger. Denn dieses Wissen müssen wir weitergeben an die ganzen Dummen, Verblödeten, auf dass die vielleicht noch ein bisschen mehr aufwachen. Jeder Aufgewachte ist einer, nicht zu viel, sondern einer, der uns weiterhelfen kann. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Also, mit besten Wünschen. Tschüss, tschüss.